weil wir gesagt haben, 4 Wochen vor dem Eröffnungsspiel, da wollen wir das Ganze sehr authentisch gestalten. Er ist der Sohn eines ostpolnischen Holzfällers und einer Fleischerei-Fachverkäuferin. Da bleibt da nur eins, nämlich Humorist werden, Comedian, wie wir sagen. Er ist Berufskomiker, sein Programm heißt Ostblock Latino, ein Pole legal in Deutschland. Und Sie sehen, ja, es ist Spargelsaison. Wir freuen uns, dass er da ist. Hier ist Marek Fiss. Ja. Ja, gute Abend Deutschland. Hallo Pierre, hallo meine Cousine dahin. Ja, sie hat nach der Show Happy Hour, ne? Also Randa. Ja, ich habe auch eine Krakauer mitgebracht, Pia, die ist hier. Das ist die Krakauer Fleischpeitsche. Ne? Ja, ist genug für alle da. Ja, Baden-Baden, eine schöne Stadt. Ich habe meine ersten deutschen Worte hier gehört. Die hat eine Frau zu mir gesagt, Marek, du bist ein Superstecher. Ne? Ja, auf Spargelfeld, ne? Ja, da war ich der Beste, ne? Und ja, jetzt ich bin Megastar, ich habe Spargelfeld gekauft, ne? Und jetzt arbeiten da nur Leute für mich, ne? Ja, alles Griechen. Ja. Komm, lass, ne? Aber was ist hier so billiger Parfüm? Sind Russen heute hier oder da sehe ich gerade ein geiles Mäuschen, ne? Guck mich immer so an. Ja, du, ja, Beine zusammen hilft bei mir nicht, ne? Mein Spitzname ist Kachelmann. Ne, sie macht mich so ein bisschen scharf, weil sie erinnert mich an meine Schwester. Ne? Aber willkommen zu meiner Best-of, meinem Programm Geil aussehen und Hochdeutsch. Psst. Special Effect. Ja, heute ohne, komm mal klar mit deinem Leben. Ne, heute ohne geil aussehen und ohne Hochdeutsch. Ne? Ja, eigentlich, ich wollte Ihnen zeigen, best of von meiner Privatpornosammlung, aber leider haben Hella von Sinn und Heidi Klum eine einstweilige Verfügung dagegen erwirkt. Ja. Ja, ich war vorhin auch kurz auf Toilette, weil ich habe jetzt eine schlimme Krankheit. Ich habe die Virus EHEC. Ne? Und EHEC-Virus, das ist ja so, da kotzen und scheißen sie gleichzeitig. Ne? Ja, ganz normaler Tag bei Germany's Next Top Model. Aber ich bin froh, hier zu sein. Late Night mit Pierre. Mensch, was ist los mit den alten Männern in Deutschland? Ne? Harald abgesetzt, Gottschalk abgesetzt. Ne? Ich dachte, aktive Sterbehilfe ist hier verboten. Ja. Ich freue mich, vielleicht haben Sie mich schon mal gesehen im Fernsehen bei einer schönen Sendung Familie in Brennpunkt. Die vielleicht kennen Sie, die einen Film habe ich mitgespielt mit Thomas Hermanns und Dirk Bach. Zunge weg, jetzt wird gefurzt. Habe ich als Blu-ray, kann ich ihn gleich brennen. Oder ich habe mitgespielt noch bei der polnischen Version von Saw. Saw, nicht, das ist ein Horrorfilm. Ich beschreibe kurz die Handlung. 2 Polen, ein Raum, aber nur eine Flasche Wodka. Das ist Katastrophe, ne? Aber ich freue mich, es gibt nicht so viele bekannte Polen in Deutschland. Es gibt noch zum Beispiel hier Lukas Podolski und das ist ein Berufsfuß-Analphabet. Und ich war auch bei ihm beim Training und habe ich gesagt, Lukas, kannst du mir ein Autogramm schreiben? Ne? Er hat gesagt zu mir, ja klar, du hast Glücksspiel, komm, Kopf noch abgeschrumpft, das darf ich dabei gewesen. Ich habe gesagt, Lukas, nee, komm, ich brauche nur ein Autogramm, ne? Ja, mir auch so, du glaubst auch so, ich bin dabei, ich bin auch kurz dabei. Ich so, Lukas, nur ein Autogramm. Und er, ja klar, für wen? Habe ich gesagt, ist scheißegal, weil ist für eBay. Und was hat er geschrieben für eBay, Lukas Podolski? IHBEI. Ne, aber ich freue mich auch auf die EM jetzt in Polen und Polen. Ich habe zu meinen Cousins gesagt, Andrzej, Piotrek und Władek, die haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, 4 Stadien zu bauen. Ich freue mich, ne, wenn ihr zu uns kommt, da sparen wir uns die Transferkosten für die Autos. Ne? Ja, ich habe auch ein Motto, ich bin offizieller EM-Botschafter. EM 2012, euer Geld zu Gast bei Freunden. Ne? Ja, und die Deutschen, die schlagen ihr Lager ja auch an der Ostsee auf. Ne? Ich hoffe, es bleibt diesmal nur beim Lager. Ne?
Aber bei eurem Führer Philipp Lahm habe ich keine Angst. Ne? Philipp Lahm, die kleine Tunte. Aber es ist wirklich schön, ne? Ich finde das toll. Und ich habe auch einen Fanshop mitgebracht. Jetzt muss ich sagen, Mai ist ja jetzt ein besonderer Monat. Und da gab ja auch jetzt am 8. Mai die Bild-Zeitung, nicht die 60 Jahre alt geworden. Und Axel Springer ist 100 Jahre alt geworden. Aus dem Grund hat die Bild-Zeitung jeder Haushalt eine Bild-Zeitung geschickt, umsonst. Ne? Da muss ich sagen, seit dem Angriff auf Dresden 45 wurde nicht mehr so viel Scheiße über Deutschland abgeworfen. Ne? Da muss man wirklich sagen. Aber ich habe etwas mitgebracht, und zwar meinem Fanshop. In Südafrika gab es die Vuvuzela, bei uns in Polen gibt es die Agrozela. Ne? Und immer rauf auf die Ukraine. Und noch eine Blu-ray vom Finale dieses Jahr. Polen, Deutschland 3-2. Ja, habe ich ein bisschen bearbeitet. Dankeschön. Marek Fiss! Herzlich willkommen. Hallo. Bitte schön, nimm Platz. Sehr schön. Möchtest du etwas trinken? Ja. Ist die Frage nicht eigentlich auch schon hinfällig? Was möchtest du denn trinken? Warum steht hier noch nichts? Ah, wir haben für dich den guten polnischen. Ah, ich sehe einen kurzen. Wodka? Ja. Ist das zu viel? Was ist das für eine kleine Flasche überhaupt? Ich muss mir die Scheiße hier schön trinken ein bisschen. Okay, dann ja. Bitte schön auf dich. Ich trinke Dankeschön. Hier, wenn es dir nichts ausmacht, Kaffee. Lass uns anstoßen. Naja, du bist Deutscher, ist schon okay. Schön. Auf dich, Mike. Ja, auf dich. Ich war letzte Woche in Rostock und da habe ich 6 von denen getrunken und die Leute waren immer noch hässlich. Ja, ich bin so stolz, weil meine Mutter, der ist total stolz auf mich, hat er gesagt. Ne? Er hat gesagt, Marek, eigentlich hätte ich nie gedacht, dass du schaffst in Fernsehen, weil du hast eigentlich ideale Gesicht und Figur für Radio. Ja. Ja. Wie heißt nochmal der Ort, wo du kommst oder herkommst aus Polen? Die Sendung geht 30 Minuten, ne? Ja. So viel Zeit haben wir nicht da. Ne? Ach so, okay. Aber Ostrowie Świętokrzyński, Pomorski, Kurwiskie Moku, Komowieszok, za Kurwiskie Moku, Nasarnojcok, Ogrowskiego Brzegu. Ah, und doch, den kenne ich, da war ich schon ja, mal. Ja, da wurde ich auch zweiter rotigste Mann gewählt, 4-mal. Erster Platz hat immer gemacht meine Mutter. Du hast mal gesagt, es gibt immer 40 gute Gründe, nach Polen zu fahren. Ja, das sind 2 Schachteln Gauloise. Ne? Ja. Und ich habe hinter der Bühne habe ich 40.000 gute Gründe. Mach ich einen guten Preis. Ne? Wir haben ein bisschen kleine Spezialitäten aus deinem Heimatland. Ja. Vielleicht kannst du da auch was dazu sagen. Nee, ich saufe nur, ich esse nicht. Ach so, ja. Aber das hier hat Nathalie mir gerade empfohlen. Was ist das? Also? Das sind Oblate. Die Oblate? Oblate, die werden grundsätzlich an Weihnachten am Tisch verteilt und jeder bricht sich dann vom. Aber wenn die schon verteilt werden, da bin ich schon dicht. Ne? Also, ja. Aber du hast gesagt, man bricht dann passt doch ganz gut. Ja. Bricht man auf die Oblate oder wie? In Deutschland gibt es ja ein Sprichwort, ne? Der Krug geht so lange zum Mund, bis man bricht. Ne? Deswegen, ich kotze immer alles voll aus. Ne? Ich krieg nicht mal die Oblate auf. Soll ich dir helfen? Das ist ja schon eine symbolische Geste. Ganz schön aggressiv, ne? Total. Ich hab viel aufgesagt. Ja. Marek, was für ein Auto fährst du? Du musst mal gucken, was hier so rumsteht. Auf jeden Fall kein Smart, weil wir Polen haben auch unseren Stolz. Ja. Ja. Lass uns, wie macht man das dann? Gibt es da so eine Zeremonie? Genau. Ja, du fährst mir an Popo und ich dir auch und dann. Und dann ist, Aftershow-Party. Ja. So. Wollen wir auch am Plato brechen? Nur ein Stück allerdings. Danke. Ist toll, sehr lecker. Ich bin ein bisschen. Wenn Peter Maffay in der Kirche die Hostie bekommt, muss ich das so für ihn anfühlen. Oder? Naja. Wirst du denn hingehen zur EM in Polen und dort ein Spiel angucken? Ja, natürlich. Ich bin ja bis Finale da. Nicht? Mache ich ein bisschen sauber auch. Und habe ich mir heute ein bisschen Karten gedruckt, aber ich habe noch alte Photoshop. Sieht doch nicht so gut aus. So, du bleibst noch bei uns, denn gleich. Naja, wenn sein muss. Denn gleich gibt's Musik und das wird eine absolute Premiere werden. Chris wird hier sein. Wir sind eins. ARD.